Hallo, meine Lieben, und wir sind wieder in meiner Wohnung. Den Teppich haben die jetzt auch schon wieder hochgehoben, natürlich, weil wir ja weg waren. Hier ist die Küche. Ist ja jetzt schon wieder länger her, dass wir hier waren. Ich habe ja die Sachen heute Morgen alle mitgenommen vom Zuhause, auch ein bisschen Brot und Obst und Wasser, vor allen Dingen ein paar Süßigkeiten, Nüsse. Aber das ist alles nicht schlimm. Da steht da auch noch der Becher, den ich da habe stehen lassen. Ja, und dann der Flur. Hier ist, glaube ich, auch noch alles das Gleiche. Ja, die Sessel hatte ich ja noch so hingestellt. Die standen früher übrigens auch so. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video jetzt hier schon wieder gelöscht habe. Vielleicht mache ich noch mal ein extra Video dazu. Aber ich glaube, das müsste noch online sein. Ich glaube, das habe ich nicht gelöscht. Hier ist das Badezimmer, die Handtücher hängen da auch noch von uns. Hier ist ja das kleine Zimmer, wo die Kinder früher drin geschlafen haben, meine Kinder. Ja, das hatten wir alles neu gekauft vor 30 Jahren. Ja, und hier ist halt das Schlafzimmer, das ist auch noch das gleiche wie vor 30 Jahren. Das ist ja so eine alte Wäschetruhe, die kann man abschließen. Die habe ich deswegen extra damals gekauft, damit ich da meine ganzen, ja, die Sachen für die Hochzeit meiner Töchter einschließen kann. Also ich habe ganz viele Kopftücher gehäkelt und Tischdecken selbst gehäkelt und alles Mögliche. Und das haben wir immer da reingetan. Und natürlich dann auch Wertsachen. Ne? Und früher habe ich ja immer Geld von meinem Mann bekommen in D-Mark. Und das habe ich dann da versteckt und eingeschlossen. Ja, mein Lieben, so sind wir wieder hier. Mein Taschentuch liegt da auch noch. Oh, Leute, hier stehe ich wieder. Ich habe mir eine Hose natürlich angezogen, weil es hier eiskalt ist. Also so altkalt ist es gar nicht, aber schon relativ kalt, muss man sagen. Moment, ich stelle euch mal eben hin. Ich muss mir eben meine Jacke anziehen. Mir ist nämlich kalt. Ja, und ich wollte euch noch Folgendes berichten. Es hat sich nämlich hier jetzt eine schöne, mir ist was eingefallen und ein Glück. Das hätte mir eigentlich auch letztes Mal schon einfallen können, ist es aber nicht. Außerdem war das Mädchen da nicht da. Also die Nichte, die Großnichte, also die Tochter der Nichte meines Mannes. Also mein Mann hat ja eine Nichte hier, also die Tochter seiner Schwester. Und die hat auch eine Tochter. Und die ist auch schon lange erwachsen. Und die arbeitet, nee, nicht von seiner Schwester, sondern von seinem Bruder, die Tochter, entschuldigt bitte. Also von seinem ältesten Bruder, die Tochter. Die hat auch eine Tochter. Und die ist inzwischen Internistin. Schon seit ein paar Jahren ist sie fertig mit ihrer Weiterbildung zur Fachärztin. Also die ist ausgebildete Internistin. Ich glaube sogar mit Zusatzausbildung zur Krebs für Krebserkrankung. Und die hat ihren Dienst jetzt hier bei uns angetreten. Also nicht in Chodum, die wohnt in Chodum, kommt aber immer hier. Hey, ihr wisst ja, wir wohnen nicht in Chodum, sondern wir wohnen 30 Kilometer oder so von Chodum entfernt. Und die ist hier jetzt versetzt worden, ganz frisch, so vor einem Monat. Ne? Und die hat vorher in Chodum gearbeitet und ist jetzt hierher versetzt ins Devlet-Hastane, also ins staatliche Krankenhaus. Das habe ich verplant. Ich war ja hier vor 2 Wochen. Man hat es mir ja auch gesagt, aber ich habe gar nicht dran gedacht. Und sie war auch im Urlaub, aber sie ist zurückgekommen. Also ich hätte durchaus noch einen Tag länger warten können, dann hätte ich da auch zu ihr hingehen können, einen Tag später wegfahren können. Ist mir überhaupt nicht eingefallen. Folgendes, warum ist das jetzt heute aktuell? Weil ihr ja wisst, dass ich in Alanya bei einem Lungenfacharzt war und in einem privaten Krankenhaus gewesen bin. Und die hat angeordnet, dass ich eine Röntgenaufnahmen brauche und einen Bluttest. So. Und da wir jetzt hier natürlich die Nichte, die Großnichte meines Mannes haben, die ja Internistin ist und natürlich auch Ahnung von solchen Sachen hat, fällt ja mit ihr Fachgebiet. Und wenn nicht, dann wird sie ihre Kollegen drum bitten. Ich werde mir dort, werde da morgen hingehen und werde sie nochmal um Rat fragen und werde gucken, was sie sagt, was sie jetzt für Untersuchungen anordnet. Ich denke mal, sie
wird auch eine Röntgenaufnahme und einen Bluttest veranlassen. Und dann werde ich mich, ich kenne das Mädchen auch gut, ich kenne das Mädchen, seit sie klein ist natürlich. Ja, wir waren alle hier, als sie, da waren die alle noch klein, ja. Und jetzt ist sie einfach mal Internistin. Ich wusste das auch, aber ich habe das alles vergessen, gar nicht geplant, dass die mich untersuchen kann. Und ich war ja schon in Alanya bei einer Lungenfachärztin, die hat mich ja abgehört. Die brauche ich jetzt aber für die weitere Untersuchung und Therapie, Röntgenaufnahme und Blutergebnisse. Und privat würde mich das 420 Euro oder was haben wir gesagt, kosten, das in dem privaten Krankenhaus zu machen. Jetzt werde ich zu der Nichte meines Mannes, zu der Großnichte meines Mannes gehen morgen. Und was war das? Und werde sie fragen, ob sie die Untersuchung hier machen kann. Ja, dafür werde ich auf jeden Fall nüchtern hingehen. Also ich habe eben mit meinen Schwägerinnen gesprochen. Da brauchen wir auch keinen Termin, da kann man einfach hin und dann würde ich zu ihr weitergeleitet werden, zu ihr gehen können. Brauchen wir sie auch gar nicht anrufen. Die hat ja Dienst morgen und dann werde ich zu ihr gehen und mit meinem Mann und im Anschluss wird sie sicher aufreut, dass wir es wieder sehen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich glaube, wir haben uns bestimmt. Doch, bei der Hochzeit meiner Tochter haben wir uns zuletzt gesehen. Das muss 7 Jahre her sein. Oh, 8 Jahre, ja, so ungefähr. Und da war sie ja gerade mit dem Medizinstudium, glaube ich, hat sie gerade angefangen. Oder nee, im zweiten Jahr war sie, glaube ich, im Medizinstudium. Die ist so weit wie meine Tochter auch. Die haben zusammen angefangen. Ja, genau. Also so ist das. Und jetzt, so, also zeitlich gesehen, zusammen angefangen natürlich. Woanders studiert. Genau, aber so ist das und ich freue mich, dass ich da eine Möglichkeit gefunden habe, eventuell meine Lunge und meine Blutergebnisse jetzt einmal von ihr abchecken zu lassen. Da würde ich mich freuen und werde euch dann natürlich mitnehmen. Ich hoffe, dass ich werde morgen nüchtern gehen, wegen den Blutabnahmen, aber für alle Fälle. Ne, ich muss eigentlich für die Blutabnahme nicht nüchtern sein, weil es geht ja um die Allergie, die getestet werden soll. Aber ich habe ja auch, mir geht es auch nicht so gut. Ich bin mal müde und ähnliches, werde ich ihr sagen, dass sie das alles einmal abtestet und gehe dann auf jeden Fall nüchtern hin. Zu unserem weiteren Verbleib hier weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist das natürlich wieder mit dem Krankenhaus dazwischen gekommen. Mal gucken, wie das dann mit dem Hund wird. Wir haben auf jeden Fall schon soweit alles abgeklärt. Wir brauchen den Hund oder die Hunde nur mitnehmen. Das ist kein Thema. Und wir sitzen jetzt unten, aber ich werde hier in Showroom nichts mehr filmen. Ich werde nur noch hier bei mir zu Hause filmen und keine Person mehr aufnehmen. Und wegen den Hunden werde ich auch ganz explizit vorher fragen, ob ich die Hunde aufnehmen darf. Ich werde auch keine Menschen aufnehmen, sondern nur dann die Tiere eventuell. Mal gucken, wie weit ich euch morgen vielleicht im Krankenhaus mitnehme. Aber im Krankenhaus darf ich auch nicht filmen. Aber vielleicht kann ich ja so ein paar Zwischenaufnahmen von mir machen oder ein kleines Update geben. Das kann man vielleicht machen. Genau, meine Lieben. Ich freue mich jedenfalls, dass mir das noch eingefallen ist, zum Glück. Und dann will ich mal gucken. Das ist ja jetzt auch kein privates Krankenhaus hier, sondern es ist Stablet, also ein staatliches Krankenhaus. Und da muss ich mal gucken, wie wir das hinbekommen und ob sie das machen kann. Genau. Und ich werde jetzt wieder runtergehen. Wir haben gegessen. Es gab meine Schwägerin, wir waren unten bei meiner ältesten Schwägerin. Mein Schwager, der ist schon wieder zurück nach Deutschland. Und meine älteste Schwägerin ist jetzt unten mit, mit ihrer Schwiegertochter und mit der anderen Nichte und die Kinder und der Neffe meines Mannes ist da. Also ein kleineres, nicht mehr so viele Leute, wie wir, als wir letztes Mal hier waren. Genau, ich gehe jetzt runter, setze mich nochmal dazu. Wir haben, wie gesagt, wir haben Nohut hier mehr gegessen, dieses Kichererbsenessen mit Tomatenmark und Fleisch und dann Joghurt dazu, Salat dazu und dann Tee getrunken. Und jetzt sind wir pappesatt, Alhamdulillah. Und ja, ich bin mal kurz hochgekommen, ein kleines Update zu geben, wie es mir hier geht. Und jetzt gehe ich wieder runter. Ihnen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Morgen. Heute ist Donnerstag und ich habe geduscht und mir deswegen mein Kopftuch aufgemacht, weil mir ist kalt. Hier ist es relativ kalt, aber es geht. Also so kalt ist es gar nicht, wie ich dachte. Ich habe heute Magenschmerzen, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich die Aufregung, weil ich gehe ja gleich ins Krankenhaus. Ich habe gar keine Lust, ne? Naja, es ist 7.30 Uhr und um 8.30 Uhr muss man da sein, um sich anzumelden für sozusagen seine Krankheit.
Meine Schwägerin kommt auch mit, die will auch eine Blutuntersuchung machen lassen. Und die kennt sich ja auch aus, wie das hier alles funktioniert. Und deswegen fahren mein Mann, ich und meine Schwägerin dorthin. Mein Mann will vielleicht auch mal wegen seinem Rücken sich einmal untersuchen lassen und wegen seinem Magen. Seine Nichte oder seine Großnichte ist ja Internistin, hatte ich, glaube ich, gestern, ja, habe ich gestern erzählt. Und da natürlich auch der richtige Ansprechpartner. Genau, und dann schauen wir mal. Und werden dann wahrscheinlich auch den Hund heute angucken. Wir haben allerdings gestern nicht mehr mit dem Neffen, nee, mit dem Cousin meines Mannes gesprochen. Das heißt, der weiß wahrscheinlich noch gar nicht, dass wir hier sind. Aber ja, ist alles sehr aufregend. Und ich kenne mich schon bei so aufregenden Sachen, kriege ich Magenschmerz. Aber ich habe gestern hier auch Salat gegessen, was ich ja sonst eigentlich nicht mache, ob es daran liegt. Also ich habe echt Magenschmerzen heute. Ja. Naja, wollen wir hoffen, dass das im Laufe des Tages weggeht. Es sieht so ein bisschen so aus, als könnten wir die Sonne heute entdecken. Ich weiß es nicht. Naja, ich glaube, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, wie lang der Vlog gestern geworden ist, ob ich den noch mit heute reinziehe oder einen neuen starte. Mal schauen. Hier steht immer noch alles von gestern. Aber mein Kühlschrank, ja, eigentlich würde der funktionieren, aber ich will den jetzt nicht extra dafür anmachen. Guckt mal, das Wetter ist eigentlich ganz schön, aber ach, guck mal. Seht ihr das? Man sieht den Rauch aus meinem Mund kommen, weil es echt kalt ist. Also es ist kalt im Sinne von, man muss sich warm anziehen. Ich weiß auch gar nicht, aber wir fahren immer im Auto. Ich habe nämlich keine Jacke und nichts. Es riecht hier. Der alte Geruch, den ich so sehr verabscheue, ist in der Luft dieser Holzgeruch und dieser Kohlegeruch, weil die Menschen natürlich auch heizen. Nicht jeder hat so eine Gasheizung wie wir. Oh mein Gott, das stinkt abartig. Ja, naja, so ist die Luft hier bei uns eben, wenn es Winter ist. Es geht den ganzen Winter, so wird noch extremer. Das ist das Auto, mit dem werden wir dann gleich losfahren. Die Bäume verlieren auch den letzten Rest an Grün. Die typischen Vogelgeräusche hier. Alles alte Erinnerungen, Wahnsinn. Naja, aber mir ist jetzt hier kalt, weil meine Latschen hat mein Mann an. In der Dusche. Was ich immer gar nicht gut finde, weil da sind die Hausschuhe nass. Da duscht der junge Mann. Und ich sitze hier in der Decke, weil es echt kalt ist am frühen Morgen und ich habe ja auch geduscht. So. So sieht es hier unten aus. Ja, früher war hier richtig viel los. Wir haben ja auch mitten in der Woche, ne? Und es ist kein Mensch auf der Straße. Das ist schon echt traurig. Aber wie gesagt, die jungen Leute sollen alle weggezogen sein. Und klar sind ja noch ein paar Kinder, aber auch wahrscheinlich nicht mehr so viele. Tja, so ist das hier. Tja, für mich wird heute ein sehr aufregender Tag, weil seid ihr verbummelt hier? Zum einen wegen dem Krankenhaus, was wir jetzt gar nicht im Plan stand, aber zum Glück ist mir das noch eingefallen. Ich hoffe auch, dass sie mir da helfen kann mit dem Husten. Das ist übrigens keine Seltenheit ist. Ja, also alle, ich habe gesagt, ich will da jetzt Röntgen, und haben die alle gesagt, das brauchst du nicht. Und das haben wir alle hier, alle nach dem Gedöns haben die Leute hier auch im Dorf, überall die älteren Leute haben Dauerhusten, auch die jüngeren Dauerhusten nach dieser Erkrankung. Geht nicht weg. Das scheint also tatsächlich so ein Phänomen vom Gedöns zu sein oder von den Impfungen. Ich habe keine Ahnung. Die haben mir jetzt gerade nicht, soll die Grippeschutzimpfung machen, das mache ich auf gar keinen Fall, weil dann angeblich dieser Dauerhusten, der auch bei meiner Schwägerin ein Jahr angehalten hat, nur noch viel schlimmer angeblich als meiner, damit dann weggegangen ist. Natürlich hat sie auch Medikamente bekommen. Das mache ich auf keinen Fall, weil ich habe das einmal gemacht, vor 10 Jahren oder so, und da war ich den ganzen Winter richtig krank, ne? Also das mache ich nicht nochmal.
Naja, auf jeden Fall. Das soll nichts heißen, ne? Wie gesagt, das ist natürlich auch wichtig für Menschen. Nur das möchte ich nicht machen. Impfen lasse ich mich nicht. Und dann die große Herausforderung mit dem Hund oder mit den Hunden. Mein Mann ist ja im Moment dabei, nur einen zu holen. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich in Ordnung. Er wird sich schon nicht langweilen. Dann ist aber die Frage, nehmen wir einen Rüden oder ein Weibchen. Mein Mann will lieber ein Weibchen haben und ich würde lieber einen Rüden haben. Erstmal habe ich noch nie einen Rüden gehabt und zweitens habe ich keine Lust auf Babys. Ne? Das weiß man ja nie so genau, wer da rankommt und insofern und dann nachher wieder mit Kastration und allem. Habe ich auch keine Lust zu. Außerdem sind die Männer noch mal schärfer in der Wachhaltung als die Frauen oder als die Weibchen. Ich weiß es nicht. Ich bin total hin und her gerissen. Mal schauen. Ja. Na, deswegen habe ich Bauchschmerzen wahrscheinlich, ja, weil ich mir den Kopf mache. Ich habe auch überhaupt nicht gut geschlafen. Erstmal war die Decke zu klein. Wir sind es ja jetzt gewohnt, wieder jeder in seiner eigenen Decke zu schlafen. Wir haben jetzt nur eine und die war auch wirklich zu klein dafür, dass es schon so kalt war. Erstmal zieht mein Mann, dann ziehe ich. Und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte und dann ist doch wieder ein Fußweg zu oder so. Müssen wir mal gucken, wenn wir nochmal hier bleiben in der Nacht, was ich vermute, dann werden wir vielleicht eine zweite rausholen. Mal schauen, ich habe ja genug Decken, die sind aber alle eingestaubt. Ne? Und ich bin ja da so empfindlich. Das mit der Allergie hat gut geklappt heute hier. Also ich hatte keine Schnupfenanfälle, Alhamdulillah. Aber ich habe angefangen zu husten nach dem Gebet heute Morgen. Ja. Ja, mit dem Bauchschmerzen habe ich schon sofort gehabt, ne? Die Magen auch hier. Kann auch wieder meine Bauchdeckenbruch sein, aber es fühlt sich eher so organisch, so ein organischer Schmerz an, wie so Magenschmerzen. Naja, hilft nichts. Frühstücken, wie gesagt, werde ich nicht. Weiß nicht, ob mein Mann noch was essen will. Ich gehe nüchtern, weil ich hoffe, dass ich Blut abgenommen bekomme. Ich bin ja auch oft sehr müde. Ich lasse meine Schilddrüsenwerte mal prüfen. Ich weiß, fiel mir nur gerade nicht mal ein, was Schilddrüse auf Türkisch hieß. Muss ich auch mal gucken, habe ich vergessen. Und, aber sie weiß sicher, was ich meine, wenn ich ihr das sage, dass sie die Werte mit ablesen soll. Die werden bestimmt aber erst morgen oder übermorgen dann da sein. Und das macht ja nichts, da kann man ja dann telefonisch auch abklären. Wir gehen jetzt los ins Krankenhaus. Yemiş yine de. Buradan geçebilir miyim? Geç geç. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Was genau passiert ist, erzähle ich euch dann nachher, weil ja, das ist ein bisschen länger. Wir sind jetzt zum Essen unten gerufen. Deswegen einmal alles hier schnell abstellen und mein Gebet einmal lesen. Und dann erkläre ich euch alles nachher. So, mein Lieben, ich musste nochmal eben runtergehen. Und ja, wir haben noch ein bisschen jetzt weiter geplant, was wir so machen. Und ich versuche euch das mit einem großen Kaugummi im Mund jetzt mal zu erklären, weil ich habe so einen Husten schon wieder. Und das Kaugummi hat das sofort verbessert. Also, ich werde natürlich wie immer ein extra Video zu drehen, aber
schon mal so, entschuldigt bitte, groben. Wir sind hin. Ich habe ja auch ein paar Aufnahmen vorher gemacht, habe ein bisschen reingeschaltet, soweit ich das konnte. Die Masken müssen wir natürlich da nicht tragen. Das haben wir nur gemacht, weil das so voll war. Also es war wirklich richtig, richtig voll. Also um 9 Uhr ist ja die Nichte meines Mannes gekommen. Und wir sind schon um 8:30 im Krankenhaus gewesen, weil du da die Nummer ziehst sozusagen für deine Untersuchung. Also wir sind rein, haben dann eine Nummer gezogen. Ich habe auch meine U-Pass gezeigt, also die Nummer, die wir bei der SGK in Alanya ja haben, anfertigen lassen, in der ich meine gesetzliche Krankenkasse dort habe anerkennen lassen, diese Auslandskrankenschein, den man bekommt von der gesetzlichen Kasse. Und mit denen bekommst du ja eine U-Pass-Nummer, aber ich erkläre euch das alles noch mit dem extra Video. Und dann hat er meine Sachen ins System eingegeben, hat gesagt, dass es trotzdem bezahlt werden muss, privat, weil es eben kein Notfall ist. Ne? Das wusste ich natürlich, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal hier auch erzählt. Also diese Geschichten sind nur im Notfall, decken halt nur Notfälle ab. Und das ist ja kein Notfall. Und insofern, da gibt es auch rechtliche Bestimmungen, ne, was ein Notfall ist und wie ein Notfall auch abgerechnet wird. Also das ist ganz klar auch in der Türkei aufgeführt. Und genau, das heißt, wir mussten die Untersuchung erstmal bezahlen. Das sind 250 Täler. Nur die Untersuchung, wenn man zum Fachmann geht. Ja. Das ist jetzt natürlich anders, als ich letztes Mal ins Krankenhaus gekommen bin in Alanya. Da war es ja so, dass ich einen Unfall hatte und dementsprechend ja trotzdem ein Notfall war und dann nur die Röntgenaufnahme, weiß ich nicht, bezahlen muss. Da habe ich jedenfalls 250 Teller für Untersuchung und Röntgenaufnahme und die Verschreibung der Sachen, der Medikamente bezahlt. Also wie genau das dann auch funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls 250 Teller muss er erstmal gleich wieder beim Kassierer, bei dem Menschen, der die ganzen Daten aufnimmt. Da sitzt dann jemand am Eingangsbereich. Das war auch sehr modern jetzt. Was heißt sehr modern? Es war moderner, als ich es noch damals vor 30 Jahren in Erinnerung hatte, logisch. Die haben da auch viel neu gemacht natürlich. Der Eingangsbereich und so ist viel anders geworden. Aber letztendlich ist es trotzdem öffentliches Krankenhaus und dementsprechend auch, so sieht es auch aus. Genau, also wir sind dann dorthin. Zum Pförtner, zum Eingangsbereich, an der Aufnahme sozusagen, da sitzt dann ein Mensch, den kennt natürlich auch jeder, ne? Das ist, mit dem spricht man auch privat, schreiben die sich manchmal, wenn sie irgendwie krank sind, dann wird der privat angeschrieben, kannst du mir mal eine Nummer ziehen und dann wird das auch gemacht und dann zieht er schon eine Nummer, obwohl du noch gar nicht da bist. Das ist halt der Vorteil, wenn man so in kleinen Orten wohnt und jeder sich kennt. Jedenfalls sind wir aber dann hin und haben erst dann unsere Nummer bekommen. Da wir aber natürlich unsere Nichte die Ärztin ist, die Internistin ist, sind wir dann auch sofort dran gekommen. Sie hat uns sofort reingeholt. Wir sind dann nach oben in den Wartebereich und wir sind dann als erstes dran gekommen, wo es mega voll war. Ne? Also es war wirklich richtig, richtig voll. Und genau, und dann ging es dann weiter. Dann haben wir uns ganz kurz privat begrüßt. Wir kennen uns ja natürlich und ich habe die zuletzt gesehen vor 8 Jahren, wie gesagt. Und mein Mann muss ich auch vor 8 Jahren bei der Hochzeit meiner Tochter zuletzt gesehen haben. Genau, und die stehen auch mit meiner Tochter auch in Verbindung. Also die kennen sich natürlich aus, sind ja auch wieder Cousinen und kennt man sich natürlich. Ne? Insofern ist das schön gewesen, dass man sich wieder gesehen hat, sich sehr verändert. Aber trotzdem war es wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Naja, und dann sind wir rangekommen und sie hat uns untersucht hat mich untersucht. Ich musste mich frei machen und sie hat dann gesagt, dass die Lunge frei ist. Es ist nichts, alles in Ordnung, die Lunge ist sauber. Sie empfiehlt mir keine Röntgenaufnahme und auch keine Blutergebnisse. Das wäre eigentlich, hat jetzt nichts mit dieser Erkrankung zu tun und müsste ich deswegen auch nicht machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das erst nicht. Und dann haben wir hin und her überlegt, habe ich mich dann doch dazu entschlossen, nochmal eine Röntgenaufnahme zu machen. Sie hat mir auch Medikamente verordnet,
Das sind einmal ein schleimlösendes Hustenmittel und auch Tabletten, die sozusagen auch gegen die Allergie wirken. Ich werde das mit meiner Tochter nochmal absprechen. Ich werde ihr die Medikamente schicken, wenn ich die verschrieben bekommen habe, und zeige sie dann meiner Tochter. Dann kann ich auch genau erklären, wie genau die Dinger wirken. Jedenfalls ist es das, was ich verstanden habe. Sie hat mir also quasi schleimlösende Medikamente gegeben, die auch gegen allergische Erscheinungen helfen. So, dazu. Sie vermutet also nichts Schlimmes, halt nur durch das Gedöns. Das hat sie auch gesagt. Sie hat ganz viele, die durch das Gedöns zurückgebliebene Lungen Erkrankung haben, unter anderem auch diesen Dauerhusten. Das habe ich ja auch erzählt, dass ich das hier andauernd höre. Ganz viele Leute haben das nach dem Gedöns zurückbehalten, einen Dauerhusten, der auch sehr unangenehm ist, genau wie meine. Ich habe es ja auch im Internet schon gelesen, das hat sie auch bestätigt. Wir haben hier ganz viele Fälle von dem Gedöns. Ich habe aber auch gesagt, dass ich allergisch bin. Dann hat sie gesagt, ja, das kann dann aber auch von der Allergie kommen. Und insofern müssen wir das beobachten. Wenn ihr unbedingt eine Röntgenaufnahme machen wollt, dann macht das. Und ich wollte unbedingt eine, sind wir wieder zum Kassierer. Erstmal musst du Geld bezahlen, und diese Röntgenaufnahme hat nochmal 250 Teller gekostet. Dann sind wir runter zum Röntgen. Dort mussten wir dann, zwei Personen waren vor uns dran, dann bin ich rein und dann musste ich mich so quasi vor den Röntgenapparat stellen. Dann wurde meine Lunge geröntgt beim Einatmen und ich musste einmal den Atem anhalten und dann wieder ausatmen. Wann sie dann nun genau fotografiert hat, weiß ich natürlich nicht. Dann wurden die Fotos wieder direkt zu unserer Nichte geschickt, nach oben. Wir sind also wieder dann nach oben, mussten wieder ein bisschen warten und sind dann wieder rein. Und dann hat sie gesagt, die Lunge ist sauber. Sie sieht aber auf der Röntgenaufnahme, auf den Bronchien sieht sie Schleim, leichten Schleim, kein, nicht schlimm. Habe ich gesagt, wie setzt sich der Schleim zusammen? Wie kommt der? Ja, sagt sie, das ist halt manchmal so, dass Leute vermehrt auch Schleim in den Bronchien haben und das auch längerfristig so ist und kann aber natürlich mit der Allergie auch zu tun haben. Wie gesagt, daher die Medikamente. Wir werden das ansetzen. Wir werden mit diesem jetzt mal gucken, wie wir mit den Medikamenten zurechtkommen und eventuell dann auch nochmal andere Medikamente weiterführen, wenn es nicht aufhört. So. Und habe ich gesagt, meine Schwiegerin wollte unbedingt Blut auch abnehmen für sich. Die ist auch sehr schwer krank, hat alle möglichen Krankheiten. Da habe ich gesagt, ich möchte bitte auch Blut abnehmen. Ja, können wir auch gerne machen, hat sie gesagt. Ich wollte halt nur nicht, dass es so viel kostet für euch, weil für dieses Erkrankungsbild ist das jetzt nicht nötig, halte ich es nicht für nötig, weil ich glaube auch, dass es allergisch eben bedingt ist und natürlich auch, es ist eben so, dass manche Leute auch Schleim haben und der sich dann auch auf die Bronchien setzt. Da muss man halt mit Medikamenten gegenarbeiten, um das in den Griff zu bekommen. Ne? Und wie gesagt, wenn man das mit der Allergie hat, muss man die Allergie bekämpfen und das wird sie jetzt machen. Aber Blut kann ich gerne abnehmen. Ich habe ja auch mit meiner Schilddrüse erzählt, dass ich immer niedrige Schilddrüsenwerte habe. Wurde ja auch schon Hashimoto-Syndrom vermutet. Das ist es aber nicht. Das hat mein Internist wieder ganz genau abgeklärt. Aber das ist ja ihr Fachgebiet. Und insofern, leider haben die im Moment kein Ultraschallgerät. Das heißt, da konnte sie auch keine Untersuchung machen. Die Ärzte, die das machen, sind auch nicht da. Deswegen sind die Ultraschallgeräte auch im Moment nicht verfügbar für Patienten. Und insofern konnte man da auch nichts machen. Ich hatte damals aber ein ausführliches Ultraschall meiner Schilddrüse machen lassen. Jedenfalls die Werte wird sie auslesen. Das kann aber auch meine Tochter. Also wenn ich die Werte habe, dann lasse ich natürlich meine Tochter drauf gucken und dementsprechend auch auslesen. Ja. Genau, und sie wird sich in 2-3 Stunden wieder melden. Wenn sie die Blutergebnisse hat, dann bekommt meine Schwägerin von ihr Bescheid, dann telefonieren die beiden, weil die sind ja natürlich auch so immer privat in Kontakt, logisch. Und ja, telefonieren dann und dann wird mir das Rezept zu meiner Schwägerin geschickt und dann kann ich die Rezepte abholen, je nachdem, was fehlt. Sie wird alles abklären lassen, Vitamine, Schilddrüsenwerte, Zuckerwerte und alles Mögliche, alles, was halt wichtig erscheint. Ich habe gesagt, ich bin oft müde und ich brauche, vielleicht sind die Werte inzwischen so weit runter, dass man da vielleicht auch doch mal was machen muss. Hat sie mich auch gefragt, nehmt ihr Schilddrüsenmedikamente? Habe ich gesagt, nein. Naja, sie guckt und wird mir dementsprechend dann die Medikamente auch verschreiben. Je nachdem, was da alles rausgekommen ist. Die Lunge jedenfalls, hat sie gesagt, ist sauber, ist alles in Ordnung, nur dass sie eben auf den Bronchien ein bisschen Schleim sich abgelagert hat. Ja, mein Lieben, und das wird
der Grund für den Husten sein, ja. Wie wir ja auch vermutet haben, wahrscheinlich durch die Allergie bedingt, aber natürlich auch, kann es auch andere Ursachen haben, aber das muss man jetzt versuchen, mal mit den Medikamenten eben zu säubern und in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme, weil meine Schwägerin und die Verwandten hier hatten auch alle diesen Dauerhusten. Also selbst die Schwester meiner Schwägerin war gerade gestern im Krankenhaus, deswegen, weil sie ein Jahr Husten hat und den nicht in den Griff bekommen hat. Und heute hat sie auch die gleichen Medikamente verschrieben bekommen, wie ich sie verschrieben bekomme wahrscheinlich. Und geht ihr schon viel besser, Husten ist besser. Ich hoffe, dass ich das dann auch mal. Ich werde auch die Medikamente dann einmal nehmen, aber es hat ja keinen Zweck. Ich muss da bei meinem kriegt auch schon die Krise, weil ich nie Medikamente nehme. Diesmal nimmst du aber die Medikamente, sagt er. So, also 250 Teller für die Untersuchung in einem staatlichen Krankenhaus. Nur die reine Untersuchung beim Usmann, beim Facharzt. Ja, kein Notfall, ein Besuch beim Facharzt. Das ist eben in der Türkei so, wenn es hier keine niedergelassenen Ärzte gibt. Und selbst wenn, die meisten gehen in die Krankenhäuser, um einen Facharzt zu besuchen. Ja, gehen auch hin, wenn es keine Notfälle sind. Das ist anders als in Deutschland, wo man ja ins Krankenhaus nur dann gehen kann, wenn man von einem niedergelassenen Arzt auch ins Krankenhaus überwiesen wird, nämlich mit einer Überweisung. Und hier ist es eben anders, wenn du wenn du kannst jederzeit im Krankenhaus dir einen Termin geben lassen für eine ganz normale Untersuchung, ja, beim Facharzt. Wenn man kann natürlich, es gibt auch genügend Fachärzte, die niedergelassen sind, aber gerade so in den kleinen Städten eben dann doch nicht, ne? Aber auch in den Großstädten, ich weiß, meine Verwandten gehen alle ins Krankenhaus, fast keiner geht zu privaten niedergelassenen Ärzten, von denen, den ich kenne. Ganz im Gegenteil, die meisten gehen auch in die privaten Krankenhäuser, um da dann eben auch einen guten Arzt zu bekommen, ne? Und bezahlen dann auch. Ich habe aber eben auch mit dem anderen Neffen meines Mannes gesprochen, hat gesagt, das sind richtig hohe Preise, die ihr da bezahlt. Wir haben hier für Professorentermine, bezahlen wir nicht mal die Hälfte von dem, was ihr da für normale Privatuntersuchungen in den privaten Krankenhäusern bezahlt. Aber es ist natürlich so, dass in solchen Gebieten auch sehr viel höhere Preise dann auch genommen werden. Aber normalerweise, wenn wir in Ankara zu einem Professor gehen, bezahlen wir nicht so viel und hier schon gar nicht. Ne? Also insofern. Da muss man schon davon ausgehen, dass es bei uns in Alanya ja schon alles ein bisschen exklusiver und auch teurer ist. Dementsprechend erkundigt euch auf jeden Fall. Vielleicht geht ihr dann doch mal in eine andere Stadt. Vielleicht ist Gazi Pascha günstiger, kann sein. Oder vielleicht dann doch lieber Antalya oder so. Gut, meine Lieben, also 250 Teller Untersuchung beim Facharzt im Devlet-Krankenhaus, im staatlichen Krankenhaus. 250 Teller die anschließende Röntgenaufnahme meiner Lunge und 370 Teller die Blutuntersuchung mit den ganzen Parametern, die bei mir jetzt abgeklärt werden sollen. Und insofern haben wir, wie viel ausgehen sie? 500, die beiden, oder 500, 600, 700, 820 Teller für die ganzen Untersuchungen. Das sind ungefähr, weiß ich nicht, 30 Euro, 40 Euro. Auf jeden Fall gut machbar und auf jeden Fall bezahlbar. Und ich bin froh, dass ich das jetzt alles nochmal gemacht habe. Und vielleicht gehe ich tatsächlich dann auch mit den Ergebnissen nochmal in Alanya, in dieses private Krankenhaus zum Lungenfacharzt und lasse nochmal mit den Röntgenaufnahmen, mit den Blutergebnissen alles abklären und abchecken und gucken, ob die Medikation, die ich bekomme, auch richtig ist. Das muss ich ja mit meinem Mann besprechen, kommt drauf an. Mein Mann ist jedenfalls jetzt erstmal los mit dem Neffen und in die Stadt, die kleine Innenstadt hier, und kauft der einen Drahtzaun, weil ihr wisst ja, dass bei uns der Zaun ein wenig zu niedrig ist. So dass der Welpe da hochklettern könnte und auch mit seinem kleinen Köpfchen durch die Zäune passt, ja. Das müssen wir also mit so einem kleinen Drahtzaun einmal abdichten. Und da wir vermuten, dass das hier sehr viel günstiger ist als in Alanya, werden wir den Zaun hier kaufen. Außerdem kennt man sich ja hier auch, da gibt es dann gerne auch nochmal Rabatte. Also wie immer, alles besser, wenn man hier abgeklärt ist. Ich bin ganz froh auch, dass ich, außerdem brauchen wir auch noch ein Halsband. Das wollen wir auch noch kaufen, beziehungsweise wird er auch gucken, ob er das hier findet. Unser Neffe vermutet, dass es das hier gar nicht gibt. Er wüsste nicht, dass es hier ein Tierfachgeschäft gibt. Gucken wir mal, auch das Futter wollen wir hier holen. Also das
Kangalfutter, mal schauen. Die sagen aber, alle Kangals müssen mit Fleisch gefüttert werden, ne? Also barfen. Mal gucken. Ich werde mich da mal erkundigen. Und eigentlich wollten wir jetzt auch schon losfahren, den Hund einmal anzuschauen. Wir werden den aber erst mitnehmen, wenn wir kurz bevor wir losfahren, wann das der Fall sein wird. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir heute noch fahren. Ich denke mal, das wird sich alles bis abends hinziehen und dann frühestens morgen werden wir dann wahrscheinlich losfahren, den Hund abholen und dann wieder nach Alanya fahren, inshallah. So, mein Lieben, soweit so gut. Mehr gibt es jetzt hier nicht zu berichten. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und werde jetzt meinen letzten Vlog-Teil schneiden. Heute gibt es wahrscheinlich nur zwei Vlogs, aber vielleicht stelle ich das Video nochmal hinten rein mit dem Krankenhausbericht, damit ihr auch ganz genau, ganz detailliert noch einmal ein extra Video dazu habt. Das werde ich auf jeden Fall dann gleich nochmal vielleicht machen und drehen. Es ist ungefähr 10:45 und mein Mann, wie gesagt, ist jetzt mit dem Neffen los und besorgt die Dinge, die wir für den Hund brauchen. Und ich glaube auch, dass nur ein Hund sein wird. Es ist immer von dem Hund die Rede und nicht mehr von den Hunden. Also werden wir wahrscheinlich nur einen holen. Ich werde aber nochmal unseren den Cousin meines Mannes fragen, ob es nicht doch besser ist, wenn wir zwei holen. Und wir sind uns auch noch nicht einig darüber, ob wir ein Männchen oder ein Weibchen holen. Uns wird hier geraten, ein Männchen zu holen, weil die, also ein Rüden, weil die natürlich schärfer werden und besser aufpassen. Ich muss mal sehen. Meine Lieben, ich beende diesen Vlog jetzt. Ich bin froh, dass soweit alles in Ordnung ist, dass die Lunge sauber ist, dass alles gut ist und dass ich keine Probleme habe, Alhamdulillah. Und ich hoffe, dass mit den Blutergebnissen alles in Ordnung ist. Das werde ich gleich erfahren. Es müsste so in einer Stunde. Es geht richtig schnell hier, ne? In 2 Stunden sind die Ergebnisse da, haben die gesagt. Und zum Glück, normalerweise müssten wir noch mal ins Krankenhaus fahren. Also der Otto-Normalverbraucher muss ins Krankenhaus, um dann sich die Blutergebnisse abzuholen und auch das Rezept. Aber wir sind ja luxuriös, das heißt die Nichte. Deswegen brauchen wir das nicht. Da kümmert sie sich drum und gibt uns das natürlich per Telefon oder per WhatsApp dann durch. Wir kennen hier ja auch die ganzen Apotheken und insofern kann man dann per WhatsApp das alles erledigen. Mein Lieben, ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.